willst du anmoderieren? Ja, willkommen zum Kyoto-Protokoll 2014. Es ist der 31.03. Genau. Das ist auch unser erstes Videoprotokoll, das wir jemals in unserem Leben gemacht haben. Aber bei mir stimmt es nicht so ganz. Okay. Aber bei mir stimmt es. Es ist 17.46 Uhr fürs Protokoll. Anwesend sind ich, Carola Marki und der Johnny, könnte man so sagen. Okay, hinter uns ist der Kaiserpalast. Möglicherweise ist der Kaiser anwesend, wir wissen es nicht. Und hat uns nicht reingelassen. Die hohe Wahrscheinlichkeit ist in Tokio. Das wird der Grund sein. Oder im Shinkansen unterwegs. Er hat nämlich, wenn er im Shinkansen reist, ein eigenes Abteil. Und er fliegt nicht, er reist im Shinkansen. Gut. Gut, sehr umweltbewusst. Das sollte der deutsche Kaiser auch mal machen. Genau. Gut, wir sind heute, wir müssen ja noch Sachen ins Protokoll aufnehmen. Wir sind aufgestanden um ungefähr 8:45, oder? Ja, 9:15. Wir mussten uns ausschlafen. Gestern war doch eigentlich schon ziemlich lange Tag. War nicht so spät, aber viel früher. Es ist schwierig, mit Nahverkehrszügen von Tokio nach Kyoto zu fahren. Also eigentlich so schwierig ist es nicht. Es dauert lang. Also wir haben aber ziemlich gute Zeit. Es waren mal 9 Stunden. 9 Stunden haben wir gebraucht. Wir hatten uns beinahe verfranst. Einmal. Ja. Aber das Wetter war eigentlich ziemlich scheiße. Da war es dann besser, im Zug zu sein, anstatt den Shinkansen zu bezahlen, nur um dann schneller am Ort zu sein und beschissenes Wetter zu haben. Ja, also war eigentlich ganz gut dann. Also als wir ankamen, hat es zumindest aufgehört zu regnen. Genau. Es war 14.13 Uhr gestern. Richtig, richtig. Es gibt noch ein Protokoll in Schriftform, in dem man das genauer nachlesen kann. Ja. Genau. Und dann heute? Haben wir gestern noch den Tag genutzt, weil wir ja früh aufgestanden sind und haben uns Fushimi-Inari angeguckt und die komplette Tour bis auf den Gipfel gemacht. Richtig, das war erstaunlich gut. Ich dachte ja, das sind nur so ein paar Touri. Aber in Wirklichkeit sind es einfach ein paar tausend und sie sind auch gefühlt in ein paar tausend Treppenstufen eingebaut. Mhm. Aber sehr schöne Landschaft. Es gibt Fotos. Ja, das stimmt. Ja. Und danach haben wir noch das Chuhachikipe weiter ausgeschlachtet und sind zum Bambuswald gefahren. Richtig. Der Bambuswald ist nachts dunkel. Eine ziemlich wichtige Erkenntnis, die ich hiermit zum Protokoll gebe. Ja. War aber kein Schwein da außer uns, das war irgendwie auch ganz romantisch. Genau. Ja. Ja, und heute sind wir ziemlich direkt zum goldenen Pavillon-Tempel. Ja, der Bus war sehr voll und es waren auch eine Menge andere Leute in diesem Tempel. Aber er war schön. Ja. Also er verträgt auch gewisse Mindestzahl an Touristen. Genau, und danach waren wir beim silbernen Pavillon-Tempel, der aber, naja, nicht silber ist. Nee, er ist nicht silber. Aber er ist auch sehr schön. Er hat eigentlich sogar den schöneren Park dabei. Genau, so japanischer Garten mit Steingarten. Ja, und ansonsten sehr viel Moos und ist alles so ein bisschen in den Hang reingebaut. Das ist also wirklich sehenswert. Beide Tempel sind UNESCO-Weltkulturerbe. Genau. Ja, also absolut sehenswert. Pflichtprogramm für Kyoto. Genau, weil wir beide und vor allem ich riesen Geisteswissenschaftler sind, haben wir danach noch den Philosophen beschritten. Ja, wobei. Ich bin ja auch super toller Geisteswissenschaftler. Ja, also wir sind den Philosopher's Walk gewalkt. Ja. Was jetzt grammatikalisch vielleicht auch nicht ganz richtig war, aber das wäre sowieso was für die Sprachwissenschaftler, sind wir ja beide nicht. Okay. Aber es gibt ja eine gewisse Nähe zwischen Mathematik und Philosophie. Und ich denke, insofern waren wir beide gleich wenig qualifiziert für den Philosopher's Walk. Und eigentlich, also ich hatte schon das Gefühl, dass wir relativ philosophisch waren. Okay. Ja, also wir haben auch ein bisschen philosophiert. Genau. Auch wenn es jetzt, also können jetzt keine wirklich weltbewegenden Erkenntnisse vorwerfen. Vielleicht, weil die antiken Griechen da einfach enorm schon vorgelegt haben. Also wir sind doch schon auf enorm wichtige Erkenntnisse gekommen, aber leider halt 2.500 Jahre zu spät. Aber kann man nichts machen, passiert.
wir haben es versucht. Genau. Ja, genau. Alles klar. Ja, jetzt, wenn wir noch zurück zum Hostel wandern und zu Abendessen. Ja. Ja, ich stelle übrigens fest, also wir können die genaue Uhrzeit nochmal aufnehmen. Ja, also der Sonnenuntergang, das ist jetzt genau in diese Richtung, geht die Sonne gerade unter um 17.50 Uhr. Sonnenuntergang Kyoto 17.50 Uhr am 31.03.2014. Okay, wir können jetzt, wenn du willst, es noch schließen, die Japaner anschließen. Okay, ja. Kore kara owari des. Oder kore de owari des. Arigato gozaimasu. Okay, dann sage ich das Gleiche. Oder? Kannst du auch. Oder. Okay, also das habe ich mir jetzt nicht alles merken können. ich mache einfach eine oder. Verbeugung. Ciao. Ich mache schon.